Ich finde, dass Jugenddebattiert sehr hilfreich ist für die Studenten, weil man lernt, zu sprechen, schnell zu reagieren und auch Sachen kritisch zu beurteilen. Und das finde ich, ist im Leben unglaublich wichtig, dass man das lernt. Also einerseits haben wir gelernt, wie man redet, Rhetorik. Man muss Kompromisse finden, auch andere Argumente, andere Aspekte hinbringen und ganz strukturiert reden, damit es jedem klar wird, was du sagen möchtest. Auch wichtig finde ich, dass wir Sachkenntnisse gewonnen haben in verschiedenen Themen, mit denen wir uns eigentlich vielleicht nicht befasst hätten. Ja, wir interessieren uns jetzt wirklich dafür, was passiert. Ich habe schon gewusst, es gibt Whistleblower, Edward Snowden, alles, aber jetzt die gesetzliche Regelung und so hat mich nicht so sehr interessiert davor. Debatte ist Wettbewerb, nämlich Wettbewerb um das bessere Argument. Und das lohnt sich, weil man nämlich, wenn man debattiert, entdeckt, dass jedes Thema ganz unterschiedliche Aspekte hat und man ein Thema besser versteht, wenn man es von verschiedenen Seiten beleuchtet. Sport und Politik isoliert voneinander zu betrachten, wäre jedoch zu einfach. Das können wir zum Beispiel in Formel 1 klar sehen. Während die Mannschaften im April 2012 in Bahrain ihre Runden drehten, wurde die Opposition blutigst niedergeknüppelt. Eine durch und durch unwürdige Veranstaltung, deren einzige Alternative Boykott gewesen wäre. Schon noch nie war ein Boykott der Olympischen Spiele oder anderen Großveranstaltungen erfolgreich. Es bringt keine Ziele. Und auch große Organisationen wie International Amnesty, die haben gesagt, dass sie sich auch keinen Boykott wünschen, weil es nicht erfolgreich ist. Viel erfolgreicher ist es, einen langfristigen Druck auf diejenigen Länder zu setzen, dass die Medien zeigen, wie die Menschenrechte in diesen Ländern verletzt werden. Hat überzeugt und hat gezeigt, dass man auch mit ruhigen, aber klaren Argumenten eine Debatte führen kann. Herzlichen Glückwunsch, Platz 1, Dominika Kalender. Wie schafft man das, jetzt hier bei Jugenddebattiert zu gewinnen? Man muss Deutsch kennen. Was manchmal wirklich sehr schwer ist, für die Nicht-Muttersprache natürlich. Man muss viele Sachen wissen und ganz viel recherchieren, was ein bisschen auch zu Enttäuschung kommt, weil man 9/10 überhaupt nicht in der Debatte benutzt. Und dann muss man gut begründen. Für mich ist das Besondere, dass Jugendliche zusammenkommen hier bei uns, die sich nie wahrscheinlich treffen würden im wirklichen Leben. Die Schüler schätzen das natürlich, wissen, dass sie diese Chance haben, ergreifen sie auch und können dann sich ein bisschen Deutsch geben und darin einen Freiraum auch für sich gewinnen. Es entstehen echt tolle Kontakte und Freundschaften und sie bleiben einfach im Kontakt auch weiter, das wissen wir auch zum Teil und das ist einfach eine schöne Gemeinschaft.